Nächste Rednerin ist von den Grünen deren Umweltsprecherin Christiane Brunner. So. Vielen Dank, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Umweltminister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Wir diskutieren den Fortschrittsbericht auf grünes Verlangen zur österreichischen Klimabilanz und der Erfüllung der Klimaziele. Und ich halte es nötig, ihn hier zu diskutieren, weil in der Öffentlichkeit es hier durchaus unterschiedliche Darstellungen gibt. Und ich möchte es jetzt kurz erläutern und mit einem Bild beginnen. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen sich vor, einen Berg zu besteigen, der, sagen wir mal, 2000 Meter hoch ist. Dann ist das eine Anstrengung, die man, glaube ich, wo jeder weiß, man sollte das irgendwie kontinuierlich angehen, um dort hinaufkommen zu können. Die Klimaschutz der österreichischen Bundesregierung, Klimaschutzpolitik, hat aber den Weg gewählt, zuerst einmal 1000 Meter unter Meeresniveau zu gehen. Und jetzt haben wir eine Situation, wo, sagen wir mal, 300, 400, 500 Meter sind wir wieder nach oben gegangen. Da sind wir aber immer noch 500 Meter unter Meeresniveau, was die Klimaschutzanstrengungen angeht, Herr Bundesminister. Und dieser Klimaschutzbericht, der Fortschrittsbericht, bezieht sich halt leider nur auf den Zeitraum, wo die Bundesregierung von minus 1000 auf minus 500 Metern Meeresniveau gegangen ist. Alles andere wird nicht beleuchtet. Und wenn mein Vorredner hier eine Grafik gezeigt hat, dann kann ich Ihnen auch eine zeigen. Das ist die Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Österreich seit 1990. Sie beschäftigen sich hier nur seit dem Zeitjahr ab 2005. Ich gebe es Ihnen dann gerne, Herr Minister. Und 2005 war hier, da hatte Österreich zufälligerweise den höchsten CO2-Ausstoß ever. Und alles, was jetzt als Fortschritt bezeichnet wird, wird nur ab diesem Peak gerechnet. Das ist keine Kunst, würde ich sagen. Und wenn Sie sich jetzt rühmen, dass Sie vom letzten Jahr noch einmal 500 Meter hinaufgegangen sind, ja eh. Aber wir müssen hier herunter und wir beschäftigen uns damit, ob wir da ein paar Prozent auf oder mehr oder weniger haben. Das ist lächerlich, das hat mit ambitionierter Klimaschutzpolitik gar nichts zu tun. Auch nur ein Beispiel für den Bereich Verkehr, extra noch herausgenommen, die Treibhausgasausstoß im Bereich Verkehr waren von 1990 bis 2013 plus 63%. Die Zielsetzung, die die Bundesregierung jetzt hat, ist minus 2% bis 2020. Das wird hier als ambitioniert bezeichnet. Ich bezeichne diese Ziele als völlig ambitionsbefreit. Laut dem Beschluss des Klimaschutzgesetzes für das Jahr 2020 sollen eben diese mickrigen Einsparungen geleistet werden. Das heißt nichts anderes als ein Zurück zum Start zum 1990 und dazu sollten wir 1,9 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Wie möchte die Bundesregierung das jetzt machen? Wenn wir einen Blick ins Budget werfen, sehen wir, sämtliche Klimaschutzförderungsinstrumente werden massiv zusammengestrichen, wie der Klima- und Energiefonds, wie die thermische Sanierung, wie die Umweltförderung im Inland. Und die Streichung dieser Maßnahmen oder die Kürzung dieser Maßnahmen bedeutet ein Plus beim CO2-Ausstoß von 2,5 Millionen Tonnen. Im Übrigen auch einen Verlust von knapp 8.000 Arbeitsplätzen. Also minus 1,9 sollten wir einsparen. Durch die Budgetvorschläge der Bundesregierung landen wir bei plus 2,5. Herr Bundesminister, wie soll sich das ausgehen? Wie werden Sie das hinkriegen? Im Maßnahmenprogramm, das Sie ja auch vorgelegt haben, zum Klimaschutzgesetz wird, ich zitiere, aus diesem Programm steht drinnen, die Ziele, es wird davon ausgegangen, dass gegenwärtig bestehende Maßnahmen zur Absicherung der nationalen Zielerreichung durch Bund und Länder jedenfalls aufrechterhalten werden. Dies bedeutet auch, dass bei Zurücknahme oder Abschwächung bestehender Maßnahmen in Bezug auf deren Wirkung im Gegensatz andere Maßnahmen geschaffen werden müssen, um eine Verschärfung der Zielverfehlung zu vermeiden. Also erstens wird hier schon von Verschärfung der Zielverfehlung ausgegangen und gar nicht mehr von Zielerreichung. Und zweitens wird ganz klar festgehalten, wenn Maßnahmen gekürzt werden, müssen andere Maßnahmen geschaffen werden. Und ich frage Sie, Herr Minister, welche Maßnahmen werden wir schaffen, damit Österreich zumindest diese lächerlichen Ziele für 2020 einhalten kann? Ich bin gespannt. Im Übrigen, das ist nicht nur mehr etwas, was wir hier in Österreich diskutieren, sondern es fällt auf. Es fällt international auf, dass Österreich zu den Klimaschutz-Schlusslichtern zählt. Die Europäische Umweltagentur hat kürzlich gemeldet, dass Österreich ab 2016, also ab sofort, nicht mehr auf Zielkurs für die Erreichung der 2020-Ziele ist.
Sie hat Ihnen auch Maßnahmen vorgeschlagen, die umzusetzen werden. Im Übrigen wurde auch festgestellt, dass die EU insgesamt ihre Ziele übererfüllt hat. Die EU steht bei einer Reduktion von 23% CO2. Österreich steht aktuell bei plus 1,2. Als eines der wenigen Länder in der EU, das nicht imstande ist, Klimaschutzpolitik zu machen. Auch die OECD, keine grüne Vorfeldorganisation, hat Österreich vorgeschlagen, Maßnahmen zu setzen für den Klimaschutz. Wir haben im letzten Umweltausschuss einen umfassenden Antrag gestellt mit Maßnahmen in allen Bereichen, die zu machen wären, um auch ambitionierte Ziele in Österreich erreichen zu können. Der wurde leider vertagt. Ich finde, das alles ist ein katastrophales Signal, das die österreichische Bundesregierung aussendet in Richtung Paris. Und sie verpassen dadurch auch Riesenchancen, die Österreich hat. Ich möchte jetzt aber auch noch mal kurz auf die Klimakonferenz in Paris eingehen. Das alles hört sich jetzt hier sehr negativ an, aber für die Klimakonferenz in Paris bin ich optimistisch. In vielen anderen Staaten gibt es nämlich Bewegung. Bewegung in eine positive Richtung, und ich kann Ihnen versichern, dass wir darum kämpfen werden, dass dieses Abkommen in Paris zustande kommt. Wir werden uns in den nächsten Wochen auch noch bemühen, Österreich von der Blockiererrolle wegzukriegen und einen positiven Beitrag Österreichs zustande zu kriegen. Was können wir dazu tun? Also die Klimabilanz kriegen wir in den nächsten 2,5 Wochen, glaube ich, nicht mehr hin. Darüber werden wir uns ernsthaft nach der Klimakonferenz unterhalten müssen. Das werden wir ganz sicher tun. Aber zwei Punkte sind jetzt noch entscheidend. Nämlich, dass wir ein Signal aussenden, dass wir uns ernsthafte Ziele setzen, die einen tatsächlichen Beitrag zum 2-Grad-Ziel leisten. Und dass Österreich einen angemessenen und fairen Beitrag in der Frage der Klimafinanzierung leistet, wo es darum geht, die ärmsten der Armen und die am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder zu unterstützen, um die Folgen des Klimawandels mit den Folgen des Klimawandels, den wir als Industrienationen verursacht haben, damit umgehen zu können. Und ich habe versucht, hier auch einen Antrag einzubringen oder eine gemeinsame Position des Parlaments zustande zu bringen, weil immerhin ja auch das Parlament mit einer Delegation nach Paris fahren wird. Der wurde bisher nicht angenommen, sondern vertagt. Ich bringe ihn heute hier noch einmal ein, und ich hoffe, dass dieses Parlament imstande ist, zur wichtigsten Umweltkonferenz vielleicht ever eine Position zu finden. Und ich stelle bei der Antrage daher, der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, unverzüglich und jedenfalls vor Beginn der Klimakonferenz in Paris sicherzustellen, dass Österreich seinen fairen Beitrag für das Zustandekommen eines globalen Klimavertrags hinsichtlich seiner Emissionsreduktionen und Finanzierungsverpflichtungen leistet. Dies umfasst die österreichischen 2020-Klimaziele ab 2016 an einen linearen Emissionsreduktionspfad in Einklang mit den EU-Klimazielen bis 2030 anzupassen, im Einklang mit den österreichischen Verpflichtungen aus dem Kopenhagen-Akkord schnellstmöglich, aber jedenfalls noch vor Beginn der Weltklimakonferenz in Paris, einen jährlichen Beitrag in äquivalenter Höhe zu den bereits von anderen EU-Mitgliedstaaten gemachten Zusagen für den Green Climate Fund bis 2020 und darüber hinaus verbindlich zuzusagen und in einem entsprechenden Budget darzustellen. Und für den Teil der Finanzierung bringe ich noch einen extra Antrag ein. Der Nationalrat wolle beschließen, die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler und der Bundesminister für Finanzen, werden aufgefordert, umgehend einen zwischen den betroffenen Bundesministerien akkordierten Budgetpfad Klimafinanzierung für die Jahre 2016 bis 2020 zu erstellen und in der Folge dem Nationalrat vorzulegen, um die angemessenen österreichischen Beiträge zur internationalen Klimafinanzierung, Long-Term Finance und zum Green Climate Fund in der Beitragshöhe anderer vergleichbarer Staaten sicherzustellen. Hier ist nämlich auch massiv der Finanzminister und der Bundesminister gefordert, die bisher, ich weiß nicht, ob sie das Wort Klimaschutz überhaupt schreiben können. Ich finde, das, was hier bisher vorliegt, ist ein Gesamtversagen der österreichischen Bundesregierung, und es braucht eine 180-Grad-Wende in der Bundesregierung. Ich möchte auch noch kurz Stellung nehmen auf den Antrag, den jetzt von Kollegen Höfinger und Weninger eingebracht wurde. Also, ich weiß nicht. Der ist irreführend. Für uns hier im Haus nicht, aber für die Bevölkerung ist er massiv irreführend. Der Titel ist Österreichs Beitrag zu einem ambitionierten Ergebnis auf der Klimakonferenz in Paris. Und in den Forderungen, die hier drinnen stehen, ist genau null Beitrag.
Null. Ich habe ein Verhandlungsangebot gemacht für einen gemeinsamen Antrag hier. Ich habe keinerlei Rückmeldung, weder ein Mu noch ein Me bekommen dazu. Und jetzt... Ja, wir haben telefoniert, Herr Kollege Höfinger, mit einer Rückmeldung, wo Sie gesagt haben, aus inhaltlichen Gründen können Sie nicht mitgehen bei einer Position des Parlaments zur Klimakonferenz in Kopenhagen. Jetzt legen Sie uns das vor, ein Wischiwaschi, das ein Nullum ist. Das bedeutet genau nichts. Und ich frage Sie echt, ob Sie uns verarschen wollen. Das ist eine Verarsche hier in diesem Haus. Sehr geehrte Frau Abgeordnete, ich muss Ihnen für diesen Ausdruck einen Ordnungsruf erteilen. Ich nehme ihn zur Kenntnis, aber es ist bezeichnend, was ich sage, entscheide ich, Kollege Redlinger. Wir kämpfen für eine gemeinsame Position dieses Parlaments um die peinliche Performance Österreichs. Und es wird peinlich werden in Paris, wenn wir jetzt nicht massiv eine Kehrtwende machen. Ich fordere Sie nochmal auf, diese Anträge zu unterstützen, in den nächsten Wochen noch für einen positiven Beitrag Österreichs für Paris zu sorgen. Und möchte schließen mit der eindeutigen Feststellung, Österreich braucht ganz dringend ein eigenständiges, starkes und engagiertes Umwelt-, Energie- und Klimaministerium. Danke. Die Klimaschutzanstrengungen in Österreich sind viel zu gering und haben mit ambitionierten Klimazielen nichts zu tun, kritisiert die grüne Umweltsprecherin Christiane Brunner und kassiert für einen Kraftausdruck gleich als Draufgabe noch einen Ordnungsruf des dritten Nationalratspräsidenten.